Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replay Cast Nummer 115. Dieses Mal mit einem ZVZ auf der Map Luna. Version auch 2.01. Kann man noch dazu sagen, leider weiß ich nichts genaueres, was die Map-Versionen betrifft. Das ist noch schlechter dokumentiert als der Rest in der Brute War-Zeit. Halt eine neue Map-Version. Wird schon irgendwelche Anpassungen gegeben haben bezüglich Balance und Bugs. Kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, genaueres kann man dazu leider nicht finden. Wir haben einmal den Zerg hier in Rot. Der Spieler auch schon aus dem letzten Match. Es ist Dash Rider. Und der spielt gegen einen deutschen Gegner dieses Mal. In Weiß hier der Zerg auf der linken unteren Hälfte gespawnt. Es ist Schnieblor. Den haben wir auch schon gesehen. In ein paar Matches. Ja, es sind auch nur die beiden hier. Wir haben mal keinen Observer. Und zumindest keinen weiteren Spieler mit im Replay drin. Es ist ein ZVZ. Und mal sehen, die meisten ZVZs sind ja innerhalb von 5 Minuten erledigt, wenn überhaupt. Aber die beiden hier, erstmal fleißig am Dronen. Kein schneller Pool von keinem der beiden. Man muss dazu sagen, aber auch das hier, die Karte ist da nicht so ganz einfach, was das alles angeht. Ist ein bisschen größer, man braucht ein bisschen länger, um rüber zu scouten. Man sieht hier auch, die Overlords begegnen sich hier. Sie sind sich bereits begegnet, die ersten Overlords sind schon sehr, sehr weit gekommen und sieht auch, Schnieblor war noch mit dem Drone Scout unterwegs, weil sie eben eine Vierspielerkarte eigentlich ist. Hier nochmal kurz, die Drone wird beschossen und tatsächlich nimmt schon einiges an Schaden. Kann hier nicht sonderlich lange bleiben. Ja, es ist hier eine Vierspielerkarte, wir haben hier nochmal zwei Spawn-Positionen, die möglich sind. Aber eben das Problem ist, dass man dadurch raten müsste, wo der Gegner spawnt und sich ein schneller Pool eher weniger rentiert. Man muss eben die Drone raussenden, das hat Schnieblor auch gemacht, aber dann hatte ich hier eben eine Begegnung gehabt mit seinem Overlord, dem Overlord des Gegners, und die Drone hat dann direkt abgedreht und wollte die Mainbase mal ausscouten. Auf der anderen Seite, Dash Rider hat sich den Drone-Scout gespart momentan und damit natürlich ein bisschen mehr Economy, ein bisschen mehr Minerals gesammelt. Von der BO her sind sie sich nicht ganz ähnlich. Wir haben hier die momentan schnellere Expansion, den schnelleren Spawning-Pool bei Dash Rider. Dafür bei Schnieblor ist bereits ein bisschen mehr Gas gesammelt worden. Insgesamt haben sie nicht sonderlich große Differenzen, also es balanciert sich alles aus, was die beiden so getan haben in den ersten 3 Minuten. Aber wir haben jetzt hier ein Opening, was für ZVZ sehr unüblich ist, dass beide sehr Economy-lastig spielen. Also es ist gerade auch für die Zeit 2005 nicht unbedingt Standard-Style. Dann seht ihr aber auch schon, erste Creep-Kolonie, die hier für Static Defense dann sorgen soll. Auf der anderen Seite gibt es 2, 3 Drones und beide gehen direkt auch in den Leer-Tag. Also wir haben schnellen Tag, viel Economy. Was sind ZVZ, das tatsächlich mal länger dauern kann als 10 Minuten. Momentan ist noch keine Linkflut auf dem Weg von keinem der beiden. Man sieht's. So viele Drones sieht man im ZVZ selten. Und zwar bei beiden Spielern. Das heißt, wir warten jetzt erstmal auf den Leer-Tag. Trotzdem, der Tag-Weg, der genommen wird von beiden, wird höchstwahrscheinlich der Spire sein. Mutalisken nach wie vor eine Top-Einheit in diesem Matchup. Man kann eben die Overlords ziemlich schnell snipen, damit den Gegner Supply blocken, die Map-Vision wegnehmen und harassen. Zerg Anti, er ist so, ja, eher nicht so geil. Man muss eben quasi mit eigener Air kontern, mit den Scourge oder mit eigenen Mutas. Man hat natürlich die Spore-Kolonies, die man bauen kann. Die sind als Defense dann noch ganz ordentlich. Aber das sind trotzdem eben Drones, die man investieren muss. Und das muss man erstmal tun. Das Investment muss man erstmal tätigen. Und Zergs sind generell sehr geizig, was sowas angeht. Außer in den Matchups, wo sie sich verteidigen müssen. Zum Beispiel im ZVT. Aber gerade im ZVZ ist man viel, viel lieber aggressiv. Sieht man ja auch bei beiden. Ein paar Linge sind schon am Start. Und Spire wird hier gestellt, auch auf beiden Seiten. Also der Mutattack kommt auch hier noch Static. Nein, Hatchery tatsächlich. Im Moment dachte ich, es wäre eine Static Defense, aber nein. Der Radius ist ein bisschen größer. Hatchery wird angezeigt. Wir haben hier ein paar Linge momentan von Schnieblor, die warten gerade vor der Natural seines Gegners und rennen jetzt hier einfach rein. Momentan hier keine weitere Static Defense, die Linge rennen hier gerade ein bisschen hin und her, aber noch kein großes Engagement wird hier gewagt. Aber jetzt kommt der nächste Welle an Dingen ran für Schnieblor und jetzt rennt er tatsächlich drauf auf die Linge von Dashhead und der hat hier noch nicht so viel, aber da kommt Linge in Forstmann nach und die Linge wird von Schnieblor abgefangen. Er kann sich immer an der Natural mal durchsetzen, kann da weiter einen Schaden machen. Eine geht nochmal in die Mainbase, nimmt nochmal da, ne, Drone, nein, nimmt die nicht raus. Die Drone überlebt mit 2 Hitpoints, aber in der Natural gibt es hier ein paar Verluste. Die Linge traden sich gerade gegenseitig, ein paar Drones sterben hier. Schnieblor macht hier Damage, aber fehlt natürlich auch einige Linge dabei. Insgesamt hier 22 zu 24.
der Supply Count und ich glaube der Drone Count unterscheidet sich auch noch nicht sonderlich, weil natürlich Schneeblor in dieser Zeit keine eigenen Drones gebaut hat. Er hat anstatt Drones zu bauen Linge gebaut und dafür eben ist sein eigener Worker Count nicht so gut und somit musste er Schaden machen, das bisschen anzugleichen. Aber wir haben jetzt auf beiden Seiten den fertigen Spire, das heißt Mutas können kommen. Wir können ein tolles Muta gegen Muta Game gehen oder eben Scourge gegen Scourge, je nachdem was die beiden mehr bauen. Aktuell sehen wir hier schon mal Scourge auf beiden Seiten, davon nicht zu knapp. Einfach weil man damit einzelne Mutas und die Overlords ziemlich schnell snipen kann. Wenn die Masse noch nicht so groß ist, sind Scourge da wahnsinnig hilfreich. Und eben auch die Overlords kommen nur sehr, sehr schlecht weg vor den Scourge. Aber sehen, ob die überhaupt so eingesetzt werden, das ist immer noch die Sache. Kann natürlich sein Gegner dadurch richtig toll Supply blocken die ganze Zeit. Bis eben die Static Defense steht, die irgendwie die Overlords beschützen kann. Ansonsten gibt es jetzt gleich richtig viele, richtig tote Overlords überall. Ja, Overlord 1 ist schon mal tot. Der schweigt der Supply Block. Overlord 2 ist tot. Ebenfalls mehr Supply Block. Auch hier die Overlords sind bereits eliminiert. Hier chillt noch ein Overlord, der versucht eben jetzt zu fliehen, versucht eine Ecke zu finden, der safe ist. Aber die beiden eben jetzt unterwegs mit den Scourge und jetzt werden auch die ersten Mutas gebaut. Ja, damit ja, macht man Verluste bei seinem Gegner. Auch hier die Scourge scout mal die Mutas aus und denken sich, jo, sind ein paar. Sehen auch natürlich, dass hier noch Overlords rumhängen. Static Defense hat keine der beiden bisher gebaut, keine der beiden geht hier auf einen Spore-Crawler. Auf eine Spore-Kolonie. Stattdessen nochmal eine Mackwatch mit dazu, damit beiden auf drei Hatcheries unterwegs. Dann haben sie ähnlich viele Larven zur Verfügung. Aber momentan hier, man sieht zum Supply Dash weiter, ist ein Stück nach oben geschossen. Schneeblor hat aber auch noch einiges an Ressourcen selber auf der Bank, das er nutzen kann. Er hat gerade sehr viele Mineralien reingepumpt und somit fehlt es ihm gerade daran, ein bisschen um weitere Mutas zu bauen. Aber er hat seinen eigenen Mutatrupp unterwegs in Richtung Mainbase von Dash weiter. Er ist nicht ganz in der Nähe mit seinen eigenen Mutas, aber er sollte normalerweise rechtzeitig dazukommen, um hier größeren Schaden zu finden. Da starben die ersten zwei Drones, waren schnell gesniped, die Mutas ziehen sich sofort wieder zurück. Weil genau die wissen, da kommt das eigene Muta-Reinforcement von Dash weiter. Trotzdem Scourge sind hier mit dabei und die können so einen Fight doch um einiges ändern. Momentan hier der Muta-Count mit 5 zu 6 aktuell. Also da ist ein Muta noch mehr mit dabei, aber eben der Verteidigungspunkt zu Hause. Lol, kriegt Benachrichtigungen, wenn jemand in StarCraft reingeht. Das ist gut zu wissen, das muss ich glaube mal ausschalten. Es ist das erste Mal, dass das vorkommt, weil die meisten Leute in meiner Freundesliste haben keinen StarCraft Bruder oder keinen StarCraft Remastered. Wusste nicht, dass es dieses Feature gibt. Ja, wir haben hier gleich das nächste Muta-Engagement. Momentan hier ist 6 Mutas auf der einen Seite und 7 Mutas auf der anderen. Die Scourge ging hier bereits rein. Und da geht's drauf hier, beide fighten hier gegeneinander. Ich kriege ja für jeden Scheiß eine Benachrichtigung. Das muss definitiv ausgestellt werden. Und Schneeblor zieht sich hier zurück, aber er hat nicht schlecht gefightet. Problem ist, dass der heute zu Hause immer noch die stärkere Economy hat, wie es scheint. Er ist immer noch ein Supply-Dominanter. Er hat hier eigentlich warten seine Overlords angegangen. Das ist ziemlich, ziemlich hässlich. Aber da sind die Mutas nochmal da, um zu defenden. Da kommt neue Scourge. Scourge crashen hier rein. Und sofort stapeln die Mutas weg. Und da hat jetzt hier Dash weiter einen Muta mehr. Und diesen Vorteil wird er behalten können. Treibt hier seinen Gegner zurück. Sneeblor kann sich hier nicht halten. Muss eigenes Reinforcement nachbauen. 5, 7 neue Mutas sind für ihn im Bau. Na, das sind schön hier die Overlords durch die Gegend. Nach wie vor. Der eine Overlord hier unten lebt auch immer noch. Der kann momentan mit dem Schrecken davon, auch diese Overlords wurden weiter am Leben erhalten. Und Dash weiter hier. Der Supply hat sich angeglichen, wie man sieht. Und der nächste Muta gegen Muta-Fight steht in Gefahr. Diesmal hat hier Dash weiter die Scourge mit dabei. Und nur noch 3 Stück. Da crash nochmal ein paar rein. Und jetzt sieht der Fight gar nicht mehr so aus, ganz wie Dash weiter. Aber Schneeblor fightet nicht mit allen Mutas kombiniert momentan. Wir haben jetzt hier 6 Mutas gegen 6 Mutas. Aber Schneeblor ist derjenige, der schon zurückzieht. Und die Linke ist jetzt hier mit dabei. Schneeblor möchte hier pushen. Dash weiter steht jetzt hier defensiv. Seine eigenen Downs werden gerade in die Arbeit gesteckt. Er versucht, Reinforcement zu bauen. Und die beiden trainen jetzt hier richtig, richtig heftig Mutas. Und da bleibt bei beiden nicht viel übrig am Mutas. Man sieht es hier 2 zu 2. Aber insgesamt sollte Dash weiter sich hier stabilisieren können. Ja, er hat nochmal genügend Mutas. Hat das schnell Reinforcement. Für ihn reicht es hier. Und kann Schneeblor hier ein weiteres Mal zurückdrängen. Währenddessen hier chillt noch immer die Overlords durch die Gegend. Und die werden auch vermutlich gleich sterben. Beide pumpen weiter Mutas. Also wir sind hier wirklich in einem Air-Battle momentan festgefahren. Da wird sich auch nicht viel dran ändern. Die nächsten Mutas, nächsten Scourge kommen. Wer kann hier die besten Connects machen? Die Mutas sind alle low und werden alle mega schnell gesnappt. Auch hier sind nicht mehr viele Mutas übrig. Da geht nochmal der Scourge mit rein. Es bleibt ein Muta übrig mit 4 Hitpoints. Da kann jetzt eine Mainbase nochmal was anrichten. Link ist in die Auto hochgerannt. Wenn das nimmt hier Dash weiter gerade eine dritte Basis hier oben, wie man sieht. Aber hier starten mal ein paar Drones hier. Mainbase muss evakuiert werden. Da kommt nochmal neues Reinforcement. Aber da kommen auch neue Drones hier momentan. Das Dash weiter immer noch fleißig am Downen hier. Auch wenn jetzt ein paar fliert, Link Reinforcement kommt, Muta Reinforcement kommt. Der Muta ist mega angeschlagen. Er kann sich hier nicht halten. Und ein weiteres Mal werden hier die Einheiten von Schneeblor geklärt. Aber Dash weiter ist wieder auf der Flucht. Ist wieder Scourge auf der Jagd nach einem weiteren Mutalisken. Und crashen auch in den ersten direkt rein, der gerade frisch spawnt. Und es werden weiter einfach Mutas gebaut. Dash weiter hier. Der ist auf 3 Basen. Oder fast gleich auf 3 Basen.
Was, es dauert nicht mehr lange, wurde auch noch nichts gescoutet. Und Schniebler pumpt einfach nach wie vor auf zwei Basen alles. Ja, man sieht hier, Dashwriter hat immer noch viele Drones. Er hat eben fleißig nachgebaut. Bei Schniebler hingegen gibt es schon eine ganze Weile keine Drones mehr. Jetzt ist auch erst ein bisschen schlecht aufgestellt. Sein Income ist unterm Strich schwächer. Aber eben er pusht unentwegt, ohne Nachlass und versucht einfach die besseren Trades zu finden und seinen Gegner irgendwann niederzuringen, weil der zu viel Geld in Drones investiert. Man sieht hier oben sind die Linge. Die fighten jetzt eigentlich auch gegen Linge von Dashwriter und auch die Mutas nehmen dabei. Ist diese Linkfight kann gewonnen werden. Wenn das längst die Mutas Rampage in der Mainbase, jetzt kommt Scourge mit dazu. Die crashen schon mal rein und damit die Mutas schwer angeschlagen. Neue Scourge kommt dazu. Da sterben wieder die Mutas weg. Und Schniebler ein weiteres Mal muss er sich hier zurückziehen. Ein weiteres Mal hat er wieder einige Drones getötet. Ja, man sieht, die Scourge jagen einfach hinterher und zwei Mutas alleine sind halt doch ein bisschen schwach, um gegen den Scourge zu fighten. Da muss mehr Reinforcement mit dran. Und Schniebler hier, er setzt einfach alles dran hier. Was ist der noch? Nein, der hat nicht getroffen. Der wurde gesniped. Setzt wirklich alles dran an Einheiten, um hier seinen Gegner die Tour zu vermasseln. Aber Dashwriter wehrt sich hier wirklich gut. Bleibt noch immer am Leben, egal wie viel Mutas ihm schon entgegengeworfen wurden. Jetzt kommt eigentlich der nächste Wall und die nächsten 7 Mutas stehen hier in der Natural. Die eigenen 4 Mutas kommen dazu, das reicht noch nicht ganz, da muss Boss mit rankommen. Es sind noch weitere Mutas hier im Bau, da spawnen nochmal ein paar mit ran. Also jetzt nochmal knapper Fight hier, 5 Mutas momentan gegen 6, jetzt ist mehr Reinforce mit dabei. Das heißt, Schniebler muss sich nochmal zurückziehen, aber ich glaube, er hat wieder mit Splash Damage 1-2 Drones erwischt und eben auch wieder Mutas getradet. Trotzdem, der Schalter bleibt im Supply vorne. Also die knappen Mutas-Fights hier die ganze Zeit. Jetzt warten es wieder mehr Scourge momentan für Dashwriter. Das heißt, für Schniebler wird es schwieriger zu fighten, aber er selber baut auf neue Scourge, um eben schnell diesen Burst Damage zu haben gegen die Mutas, um den Muta gegen Muta Fight zu entscheiden. Aber bisher traden die beiden richtig, richtig gleich auf. Also sehr, sehr knappe Geschichte. Da aber die dritte Basis steht hier für Dashwriter. Das heißt, zusätzliche Gas-Income, zusätzliches Mineral-Income, das momentan noch unentdeckt ist. Und das ist eine schlechte Situation für Schniebler. Er war zuvor schon in der Economy nicht der Stärkere, sondern hat einfach versucht, das durch Trades zu machen. Und jetzt fällt er eben weit zurück, wenn sein Gegner eine dritte Basis hat. Jetzt hier mal ein paar neue Drones gab es dann doch. Aber auch die Natural hier ist noch nicht so prickelnd besetzt hier. Es werden mal nochmal ein paar Drones mehr. Aber volle Saturation ist es auch noch nicht ganz. Und der Mainbase hier. Ja, es sind nicht übermäßig viele Drones. Hier sind einige stationiert. Mainbase hat dafür auch noch reduziert. Und hier ist Pratolieren gerade fröhlich. Die Scourge durch die Gegend wollen jeden Muta abfangen, der hier versucht reinzukommen. Und wir haben plus 1 Attack Upgrade gerade. Flyer Attacks unterwegs für Schniebler. Aber er ist immer noch auf 2 Base. Sein Gegner allerdings hier mit diesen 6-7 Drones, was an der dritten Basis arbeiten, holen natürlich mehr und mehr Ressourcen rein. Man sieht es auch. Im Supply setzt sich hier der Schalter mehr und mehr ab. Natürlich ein bisschen was von dem Vorsprung ist auch in Drones. Das heißt, es ist nicht alles kampffähiges Supply. Wenn das hier links Scout, geht nochmal rein. Und jetzt werden die Scouts auch ausgesendet von Schniebler. Er denkt sich, du bist viel zu ruhig. Hast du etwa eine dritte Basis? Muss ich mich darum kümmern? Linge werden in jede Ecke der Karte ausgesendet, eben um nach dieser Basis zu scouten. Und werden die auch eine Basis finden, natürlich. Die dritte Basis hier, definitiv wird die gescoutet. Und momentan ist da keine Defense. Das heißt, da muss der Schalter dann selber was hochschicken, ob es die Mutas ist oder was immer. Aber er währenddessen ist sogar am Pushen mit seinem eigenen Mutas-Deck jetzt hier, schnappt sich mal ein Overlord, hat die Scourge gekillt seines Gegners. Jetzt gibt es trotzdem einen Scourge, kommen auf beiden Seiten. Es gibt jetzt wieder einen richtig chaotischen Fight. Mutas und Scourge gehen aufeinander los, aber es sieht momentan sehr, sehr gut aus für der Schalter. Hat die hier genügend, er nimmt hier mehr für Mutas seines Gegners aus Schniebler. Da kommt er deswegen Force mit weitere Scourge, kommen mit ran. Die Mutas von Devil ist hinstellen, weil es der angeschlagen ist. Und der Linke drüben, der hat Spaß. Knabbert sich durch eine Drone nach der anderen durch. Heißt, währenddessen verliert hier gerade Dashwriter Economy. Und Schniebler versucht gerade irgendwie zu verteidigen mit einem neuen Reinforcement. Die Drones hier sind auch noch mit dabei, sind betroffen natürlich. Quatsch, stellenweise fokussiert. Aber es reicht hier nochmal für Schniebler. Kann sein Gegner zurückdrängen. Aber der Verlust natürlich vieler eigener Mutas, der eigenen Scourge. Der Link hier wurde jetzt auch mal geklärt. Aber man sieht, er hat die ganzen Mineral Drones abgeräumt und auch im Gas hat er gewütet. Das heißt, da ging viel Schaden raus und auch hier soll es weitergehen. Schniebler schickt die nächste Welle an Lingen hoch in diese dritte Basis, aber da ist bereits ein Trupp an Lingen von Dashwriter ihm auf den Fersen. Da kann er also nicht so viel machen. Immer noch keine dritte hier aktuell von Schniebler in Planung. Wie muss ich hier aussehen? Es ist keine Drone unterwegs, es gibt einfach weiter Linge, weiter Mutas plus ein Attack ist eigentlich gleich fertig. Und das ist dann schon mal ein Upgrade-Vorteil, den man hat im Muta gegen Muta-Fight. Auch die Scourge hier hauen da nochmal Schaden mehr raus. Ich weiß gar nicht, wie viel bekommen die Zusatzdamage Mutas plus ein Attack. Das schauen wir einfach, sobald es fertig ist. Trotzdem, die Masse hier, die Masse gehört einfach gerade Dashwriter. Wie man sieht, der hat den vollen Mutas-Deck. Also problemlos bereits 12 Mutas und mehr als 12 Mutas hier am Start. Und da hat Schniebler ein bisschen Probleme. Sein eigener Mutas-Deck ist bei weitem nicht so elegant. Hat er wirklich nur 2 Mutas? Ich erwarte, der hat noch ein bisschen mehr. Aber er hat viele Scourge hier. Mit 8 Stück kann auch viel Schaden rausgehen. Plus 1 Attack jetzt auch angedrückt. Bei Dashwriter. Aber eben Schnieblers schlechtere Economy-Situation macht ihm jetzt mehr und mehr Probleme. Da zieht einfach hier Dashwriter davon. Plus 1 Attack ist jetzt hier drauf. Okay, es zählt
Mutas haben 10 Damage, aber auf die Scourge wird es nicht angewendet. Haben wir das auch klargestellt. Ja, die Basis hier drüben. Da stehen noch ein paar Drones rum, die frisch gebaut wurden. Dash war trotzdem mit 92 Supply bereits unterwegs. Erst einmal einfach jetzt richtig dick Mutas-Deck und dann wird er vermutlich sein Gegner einfach drüber rollen. Ich sehe nämlich wenig Chancen, wie Schniebler sich dagegen defenden kann. Baut nochmal eine neue Hatchery. Ressourcen werden weiter verwertet. Dash Rider hat ein bisschen viel Gas, aber einfach das Supply ist so viel dicker bei ihm. Einfach die bessere Economy. Man merkt es mit jeder Minute, mit jeder Sekunde fast schon, die vergeht, wie viel mehr Dash Rider hier an Income hat, wie viel mehr er hier nutzen kann, um Einheiten spawnen. Neue Ling Rumble wird abgesendet von Schniebler in Richtung dritte Basis. Aber auch hier sind wieder defensive Linge am Start. Das heißt, da glaube ich gar nicht, dass so viel möglich ist. Es sind beide auf beiden Seiten Linge mit 0-0. Heißt, da gibt es keine weiteren Upgrades. Und das sind hier nochmal neue Linge werden ausgesendet. Ab da ist der große Mutas-Deck, fast schon doppelte Mutas-Deck. Der jetzt hier sich mehr und mehr über die Karte bewegt, plus auf plus 1 wird vermutlich noch gewartet hier auf der Seite von Dash weiter. Ja, das sind hier wird Static Defense gebaut, Länge eigentlich knapp und da ist Red Sun. Und es ist trotzdem eine Sunken vorhanden und eben auch Länge. Das heißt, die Länge hier haben ein Problem, wollen trotzdem fighten in der Sunken hier drin. Das ist kein schöner Fight für Schniebler und er fliert hier alles in die Länge, ohne groß Schaden zu machen. Die Jones bleiben hier auch so ziemlich am Leben. Und hier soll es eine weitere Sunken werden, die wird zwar noch angegangen, aber es sind nicht mehr so viele Länge, nur noch 2 und die nächste Sunken da ist, dann hat sich das Team auch erledigt. Es sind nicht genügend Dinge hier, es kommen noch ein paar nach, aber trotzdem gegen 2 Sunken ist es nicht einfach zu fighten. Und die Mutas hier chillen einfach gerade ihr Leben. Warten noch auf plus 1, wenn das kommt, plus 2 gerade noch für Schniebler, aber einfach bei dem Massenunterschied bringt das Upgrade auch nicht mehr so viel. Die Linge hier haben sich zurückgezogen und da wird nochmal mehr Static Defense gebaut, nochmal eine dritten Sunken mit dazu. Aber es wurden auch nochmal neue Linge hochgeschickt, also Schniebler weiß, wie wichtig diese Basis ist. Hat jetzt hier auch, er hat noch ein paar Larven übrig. Trotzdem die beiden, ja Gas ist auch nicht so viel da, Schniebler hat einen eigenen Stack an Muta gebaut. 72 zu 114 Supply, also aktuell beide haben auch noch ein bisschen was an Ressourcen übrig. Aber konzentriert hier natürlich auf die Fights gerade, bis es der Fight, der hier kommen wird. Denn ja, die Mutas stehen einfach so bereit. Die wollen hier los. Man sieht es, die endlich soll sie losgehen mit dem Fight. Plus 1 Attack ist eben gleich ready. Dann kann es abgehen. Die Scourge werden schon mal gesniped. Und jetzt sieht natürlich auch Schniebler, wie viel da von seinem Gegner angerückt kommt. Das ist eben kein schönes Gefühl. Und das ist hier ein Muta weiter nochmal fröhlich mit den Overlords. Da gehen die Linge jetzt nochmal rein von Schniebler auf die dritte, aber gegen 3 Sanken. Das kann er einfach nicht viel machen. Und da gehen jetzt die Mutas nach vorne und hat hier Schniebler genug, um diese Mutas abzuwehren. Er hat selber einen Stack an Mutas, Static Defense sieht nicht so toll aus, sein plus 2 wird vermutlich nicht fertig werden fürs nächste Engagement. Ja komm, es sind einfach so viele Mutas hier von Dash weiter. Einfach einmal A klicken und rein, so viele es sind gar keine Scourge nochmal. Das heißt, wir haben jetzt hier einen riesen, hässlichen, ja, sehr undurchschaubaren Muta-Battle, wie man sieht. Aber man sieht zum Supply, da droppt Schniebler einfach rapide, Dash weiter, hier verliert kaum was und das ist so ziemlich das Spiel. Das Spiel ist durch. Das hier ist ein Sieg für der Schweizer. Einfach mit der besseren Economy, mit der größeren Mutermasse. Rollt hier bis sein Gegner drüber. Schniebler runter auf 18 Supply. Und ja, hier ist noch der eine Muter, der ein bisschen Content damit macht, aber das ist nicht genügend, denn hier stirbt die Natural. Ist auch schon tot. Die Muters haben ihren Spaß. Ja, wir warten gleich nur noch auf den Leaf. Es wird auch von beiden gerade nichts mehr getan. Und das Replay Bug, das kann jetzt zu diesem Zeitpunkt auch sein, dass das Replay auch broken ist. Kann ich mir gut vorstellen, aber selbst das ist gelaufen, im besten Willen, da kann Schniebler sowieso nichts mehr machen. Und da ist hat er auch geliefert und damit, ja, ZVZ gewonnen nach 18 Minuten von Dash weiter. So ein recht langes ZVZ mit viel Muta hin und her, muss man sagen. Gut, hier noch eine Heiter denn tatsächlich gebaut, also auch weitere Tech kam da noch. Und man hat gesehen, die Economy wurde zwar harassed, aber Dash weiter hat eben gegengehalten, hatte dann irgendwann zu viel Economy-Vorteil und dann einfach zu viel Masse, zu viel Mutas. Und da konnte ich Schniebler beim besten Willen nicht mehr groß was dagegen machen. Ja, das ist Replaycast 115. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.